Phase in der Nationalmannschaft nach 2,5 Jahren. Wie hat sich denn angefühlt heute? Ja, es war intensiv. Viel Gutes gesehen, aber natürlich hat man auch eine Phase in der zweiten Halbzeit, wo wir dann ein bisschen vielleicht zu, nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen sind in unserer Zentralen, wo die Dänen sich dann ein, zwei Mal auch ganz gut gelöst haben. Ja, schwer jetzt zu bewerten. Ich hatte auf dem Platz auch viel zu laufen, deswegen habe ich die Analyse jetzt noch nicht ganz so exakt parat, aber was ich mitbekommen habe, ist, dass wir schon in unseren Offensivaktionen eigentlich relativ klar waren. Ja, ich weiß nicht, bei den beiden Lattentreffern haben wir nicht so viel falsch gemacht. Hätten wir ein Quäntchen Glück eben auch reingehen können. Am Ende ist es echt ärgerlich, dass wir das Spiel verlieren, aber ich glaube, einmal hat man auch mit dem Schiri Glück. Es hat schon so ein bisschen nach Elfmeter ausgesehen. Aber wenn ich Ihnen da helfen darf und Sie bestätigen darf, das war ein gutes Spiel. Okay. Allerdings der Wermutstropfen vielleicht mit der einzigen Chance haben die Dänen dann einen Treffer erzielt. Auf diesem Niveau wird das eben bestraft. Ja, absolut ist das ärgerlich. Andererseits zeigt es eben, dass du auf diesem Niveau, und die Dänen haben auch Spieler, die in Top-Mannschaften spielen, die haben das dann eben bestraft. Das ist auch eine gute Schulung, vielleicht nochmal auf die Situation aufmerksam zu machen. Es war so eine halbe Kontersituation, eigentlich wollte man das schon vermeiden. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen abwarten und dann doch nach vorne stoßen. Da müssen wir sicherlich Stück für Stück immer noch diese Geduld auch lernen. Aber ich glaube, wir haben schon gesehen, nicht nur, dass wir wollen, sondern auch, dass wir Dinge sehr gut umsetzen können. Ja. Wenn ihr schon sagt, dass es gut war, dann kann es ja wirklich nicht so schlecht gewesen sein.